Peace, Leute, ja, ich wollte euch noch was sagen. Ebenfalls habe ich ein Problem mit dem Laptop. Aus diesem Grunde konnte ich da jetzt kein weiteres Video reinsetzen. Der Mikrofon ist kaputt gegangen. Ja, und ja, die Kamera, so wie der Abonnent mir da geschrieben hat, ebenfalls, das ist wirklich ein Schrott-Scheiß-Ding. Da Bums kann ich einfach nur in die Tonne pfeffern. Ich habe das irgendwie in Akkus besorgt und Speicherkarte besorgt, aber ich komme mit dem Teil einfach nicht klar. Ebenfalls aber auch die Qualität ist absolute Nullnummer, weißt du? Deswegen vergessen wir die Kamera. Jetzt nehme ich dieses Video hier gerade noch mit dem Handy auf. Ja, dieses Handy ist auch scheiße, durchgesagt. 2 Megapixel ist nix. Aber es ist besser als für die Kamera, die eigentlich überhaupt nicht geht. So, jetzt werde ich mir demnächst ein neues Handy kaufen mit 16 Megapixel. S5, ja, S5. Das wird schon etwas besser sein, ne? Ich will da mich nicht so vertiefen in die ganze Sache hier mit den Videos da hin und her. Aber Videos zu drehen macht mir Spaß, den Leuten etwas Neues zu erzählen und damit sie auch richtig Spaß haben. Das zu sehen, was ich denn mache, das ist einfach nur halt das, was ich machen möchte. Etwas Spaß bereiten. So, jetzt tut mir der linke Arm weh, jetzt muss ich den rechten nehmen, ne? Immer schön im Abwechseln bleiben, ne? Weißt du, damit das nicht so einseitig wird und so. Ja, in diesem Sinne, diese Information wollte ich euch geben, wann das Handy kommt, höchstwahrscheinlich in 2 Wochen, vielleicht auch in 3. Wollen wir mal gucken. Bis dahin tue ich mit diesem Handy dann die Videos reinsetzen. Über Trainingseinheiten werden wir natürlich planen, wie wir das vollziehen, weil ich kann es schlecht das Handy halten und irgendwelche Trainingseinheiten absolvieren, ne? Oder vorzeigen. Und weil ich mich jetzt mit diesem Handy eigentlich auch gar nicht sehe, ich sehe das nur ja, hinter diesem Handy ist etwas, was so das wie widerspiegelt, deswegen kann ich ungefähr mich orientieren nach dem Bild, dass ich mich korrekt hier so ein bisschen aufnehme. Ein bisschen weiter. Genau. So. In diesem Sinne, ja. Und ein Witz wollte ich noch erzählen. Da reitet die Nonne mit einem Pastor auf einem Esel durch die Wüste. Der verreckte Esel. Da sagt die Nonne: Scheiße. Jetzt werden wir hier sterben. Oh, sagt der Pastor, ja, Kacke. Sagt die Nonne, ich habe mir aber immer schon gewünscht, bevor ich abgehe, immer einen nackten Mann zu sehen. Sagt der Pastor, ja, das ist eine geile Idee, das habe ich mir auch schon immer gewünscht. Eine nackte Frau zu sehen, das ist doch richtig interessant. Also, dann ziehen die beiden sich aus. Da sagt der Pastor, oh, da bist du schön, da, oh, zusammenreißen. Und dann am Pfarrer kriegt dann Dinge, oh. Da sagt die Nonne, was ist das denn? Und fängt davon an zu lachen. Er sagt, ey, das ist mein Zauberstab. Da, wo ich ihn reinstecke, da entsteht Leben. Da sagt sie, ja, wir stecken doch endlich in den Esel rein, damit wir weiterreiten können. In diesem Sinne, einen schönen Abend.